So, dann würde ich sagen, hi Leute und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr mit am Start seid zu einem weiteren Bossguide von Remnant 2. Das DLC ist erschienen und mit dem DLC gibt es wieder einige Bosse, die ihr erfolgreich bekämpfen müsst, um das Spiel durchspielen zu können. Ich habe mir die Bosse etwas genauer angeschaut und für den ein oder anderen Boss sogar eine Analyse erstellt. Hier in dem Fall handelt es sich um den einzig wahren König, den Hauptschurken in dem Videospiel, beziehungsweise in dem DLC, den ihr, wie ich findet, aber relativ einfach bezwingen könnt, wenn ihr ein paar Sachen beachtet. Der Boss hat ein paar Nahkampfangriffe, er hat ein paar Fernkampfangriffe und er hat auch Flächenangriffe, mit denen er euch versucht, den Chaos zu machen. Im Großen und Ganzen könnt ihr dem aber relativ einfach und easy entgehen. Ich spiele das Ganze hier auf der vorletzten Schwierigkeitsstufe, auf dem Albtraum-Schwierigkeitsgrad, verfüge über kein vollständiges Bild und habe auch eine relativ geringe Verteidigung und trotzdem sind die meisten Angriffe kein One-Shot. Ich spiele das Ganze mit der schnellsten Ausweichbewegung. Ich finde, das ist am einfachsten, weil ihr einen relativ geringen Ausdauerverbrauch beim Ausweichen benötigt. Ausweichen ist hier schon das A und O. Und ihr habt auch eine schnellere Ausweichbewegung. Spielt ihr das Ganze wie ich auf der leichten, also auf der geringen Belastung, dann werdet ihr sehr einfach den Angriffen von dem Boss entgehen können. Er hat einige Nahkampfangriffe, einmal den Schlag mit der Keule, den wird er zweimal durchführen, auf den Boden einschlagen. Da könnt ihr einfach eine Ausweichbewegung machen, links, rechts, relativ einfach könnt ihr dem Ganzen entgehen. Hin und wieder schlägt er auch mit der Keule auf den Boden auf, dann kann es passieren, dass er sich wegbeamt und hinter euch auftaucht. Ist das der Fall, müsst ihr einfach versuchen, Ruhe zu bewahren und wieder Distanz zwischen euch zu bringen. Ich mag es am liebsten immer Distanz. Einen relativ schwierigen Angriff finde ich hier diese Schockwellen. Die macht er manchmal einmal, manchmal macht er sie viermal, wenn er mit dem Fuß auf den Boden einschickt. Hier in dem Fall, wie soll ich sagen, hat er das erste Mal das eingesetzt. Also ich habe für diesen Boss nicht lange gebraucht, deswegen hat er mich überrascht. Es ging dann aber bei den nachfolgenden Angriffen relativ einfach. Ihr könnt jeden Angriff durch eine Ausweichbewegung entgehen. Ihr müsst die relativ gut timen, aber es ist nicht so schwer. Er hat keine wirklich verzögerten Angriffe. Hin und wieder wird er auch in eine Phase übergehen, in der er immun ist. Ist das der Fall, beschwört er viele kleine Gegner, Mobs, die euch angreifen. Da habe ich gerne zu einer Waffe gegriffen, mit der ich viele Gegner gleichzeitig eliminieren kann. Aber auch die sind sehr langsam und nicht schwer zu bekämpfen. Die könnt ihr relativ easy, eliminieren. Er wird aber gleichzeitig euch noch von oben mit Fernangriffen attackieren. Wir werden das bestimmt gleich wieder in einem Beispiel sehen. Da wird es gleich einsetzen. Hier ist es der Fall. Da seht ihr schon, wo der Boden aufleuchtet. Da werden diese Fernkampfangriffe einschlagen. Und diese Punkte werden sich verändern. Also ihr müsst schauen, dass wenn ihr die Gegner beseitigt, dass ihr immer Seitwärtsbewegungen macht, wie ich das hier in diesem Beispiel auch tätige. Und dann können die euch eigentlich nicht wirklich so viel. Einmal im ersten Versuch hat es mich erwischt und da war ich direkt tot. Aber wie gesagt, ich halte auch nicht allzu viel aus. Es kann sein, dass ihr da vielleicht sogar mehr aushaltet. Achtet auch auf die Flächenangriffe. Müsst ein bisschen das Timing für das Ausweichen üben. Und ansonsten alles easy. Ich hatte das Gefühl, beim ersten Mal, ich kann es nicht sicher sagen, wenn ihr nicht genug der Mobs tötet, dann wird er sie aufsaugen und wird Leben regenerieren. Das kann ich aber nicht hundertprozentig sagen. Da müsst ihr darauf achten. Ich habe anschließend immer darauf geachtet, dass ich alle oder so viele wie möglich erwische. Hier seht ihr einmal diesen Ferngangangriff. Da könnt ihr auch, wenn ihr über genügend Ausdauer verfügt, genügend Tempo drauf habt, wenn ihr halt so leicht unterwegs seid, wie ich das der Fall bin, dann könnt ihr diesen Fernkampfangriff relativ easy entgehen. Außerdem hat er hier noch so eine Schockwelle, die er einfügt. Da braucht ihr einfach euch nur aus dem Radius bewegen und habt dann auch die Möglichkeit, entweder Treffer zu landen oder euch gegebenenfalls zu heilen. Das Ganze wiederholt sich dann eigentlich nur, er hat nicht viele Moves drauf, ihr seht es schon, er hat relativ viel Leben, ab und zu mal zieht ihr ihn, wenn ihr ihn bricht, einen relativ großen Schadensbalken ab und ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel, das ihr berücksichtigen müsst. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Video, bei dem Boss. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.
vielleicht auch wieder zum nächsten Remnant 2 Video einschaltet und einen netten Kommentar hinterlasst. Ich lasse euch jetzt mit dem restlichen Kampf alleine und hoffe, ihr schaltet, wie gesagt, einfach wieder zur nächsten Folge mit ein. Ciao, ciao! Gefällt dir das? Hm? So tough und gefährlich bist du nicht.